Guten Morgen zusammen, good morning, guten Vormittag, wie man es nimmt. Willkommen bei Urtivi, Leute. Willkommen bei Nasenfurz, good morning. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir machen weiter mit Souls. Wer hat's gedacht, Leute? Der gute Samstagmorgen. Es ist ja ein bisschen spät schon leider. Aber ich hatte noch mal Lust, mich richtig auszuschlafen. Was geht, Leute? Was geht, Leute? Willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. So wie mir. Ich habe heute richtig gute Laune. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich ausgeschlafen bin. zu Souls. Wo waren wir? Letztes Mal wollten wir Gwyndolin noch besiegen, bevor wir weiter in die Katakomben bzw. in Izalith weitergehen. Jedoch habe ich eben gelesen, das zählt als Sünde bei den NPCs, das heißt, wir müssen dann wieder zu dem Seelensündenvergeber laufen, der bei den Gargoyles steht. Für 20.000 Seelen oder so ist jetzt nicht die Welt, um das dann vergeben zu lassen. Aber ich denke, so dringend brauchen wir den noch nicht. Wir brauchen, glaube ich, weder seine Waffe oder Zauber könnte der, glaube ich, noch droppen. Ich versuche mich da immer selber nicht zu viel zu spoilern. Deswegen dachte ich mir, laufen wir mal kurz noch zwei Gegenden ab, wo ich denke, wo wir noch eine Feuerseele vielleicht finden könnten. Wenn nicht sogar noch einen Ring gegen Feuer. Und dann nach Izalith. Denn, Freunde, der Zeitplan ist heute begrenzt. In 2 Stunden werde ich auch schon abgelöst von unserem guten Freund, dem Neist. Dann gibt es eine Session WoW, schätze ich. Und heute Mittag gibt es Auhur CS. Um 16 Uhr, glaube ich. Das heißt, wir sind heute pickepacke voll. Was uns alle freut, wie ich mir denken kann, oder Leute? Da gibt es auf jeden Fall was zu gucken. Deswegen versuche ich jetzt hier auch gar nicht groß rumzulabern, sondern wir gehen direkt los. Vom Feuerbrandschrein aus wollte ich erstmal nochmal kurz zu unserem Zauberschmied. Könnte sein, dass der vielleicht ein, zwei neue Sachen hat für uns. Oder dass er sogar vielleicht blaue Brocken schon verkauft. Die brauchen wir en masse. Deswegen erstmal gucken gehen. Winheim. Diese Stadt würde ich mir gerne mal ansehen. Das wäre mal ein DLC wert, so die ganzen oder die ganzen Gebiete, wo die NPCs herkommen, dass die sich die DLCs vielleicht daraus überlegen. Karim, Katerina, Winheim. Die haben sich hier für das Souls 1 DLC ein ganz anderes Gebiet überlegt, und zwar Ulyssel. Haben wir auch schon zwei, dreimal drüber gesprochen. Das ist der Hebel. Auch eine Zaubererstadt im Prinzip, so wie Winheim. Werden wir auch noch uns ansehen. Ich will auf jeden Fall gucken, dass wir heute ein bisschen Progress weitermachen. Izalith haben wir auch schon gut durch. Den Chaos-Dämon haben wir schon weg. Moin, Afrix TV. Maximus. Dass wir es heute vielleicht schaffen, Izalith vielleicht sogar fertig zu machen. Wir haben mit der Izalith-Rüstung einen guten Feuerwiderstand. Ich glaube, Havel Helm hat auch gute Feuerrüstung. Der Ring wäre nicht schlecht noch dazu. Den hätte ich auch noch gern. Zumindest für die Lava-Sessions, wo wir ein bisschen durch die Lava laufen müssen. Ach so, und wir haben immer noch eine Glut, ne? Die wir loswerden müssen bei Andre. Da war ja was. Vielleicht hat Andre blaue Brocken für uns. Ich glaube, den Jungen können wir vergessen komplett. Von dem brauchen wir wahrscheinlich nie wieder was. Außer natürlich, wenn wir dann eine Glut für ihn finden. Drachental waren wir auch noch gar nicht, ne? Wäre es auch wert, nochmal zum Drachental zu laufen, eigentlich. Moin, Kopf. Ey! 54 ist jetzt eine gute Junge. Moin. Hey, ist ein guter Junge. Vielen, vielen Dank, Mann. Für die 3 Mumps. Mua. Dicker Schnäuzer. Schmatzer. Schnäuzer. Gemeinde, ne?
Nee, Feuerband ist schneller. Scheiße, was mach ich? Danke für den Support, Leute. Richtig, richtig, richtig geil. Da lachen alle Herzen. Ich muss mich hier mal ein bisschen konzentrieren. Und jetzt hätte ich mich hier fast wieder wegteleportiert, ich Trottel. Aus Freude. Mein Herz überquillt. Mit Liebe. Okay, der nimmt die Glut. Göttliche Glut für Wunder. Brauchen wir nicht. Kleine Scherbe, schade. Nichts von Interesse für uns. Ui. Ui, Mate. Nice fucking car you have there. Have there. Die Brits. Ich liebe es. Ja. Eiserlift. Ne? Anolondo Archive, da haben wir den Golem schon. Wir könnten bei der Hydra natürlich auch noch gucken, dass wir Ulysses mal triggern. Warte mal. Lass mal das zuerst machen. Hätte ich eigentlich in meinem Titel noch. Ich habe überlegt, ob ich noch mit Ulysses eingebe. Ich würde nämlich gerne gucken, ob wo ich die Krone von Duskay kriege. Wenn es der Halef letztens netterweise erwähnt hatte. Können wir uns da nicht hin teleportieren? Aber vielleicht verkauft ihr uns auch ohne, dass wir schon in die Addon-Welt gehen, ein paar Zauber. Ich würde dann nämlich nur ungern direkt reinlaufen, weil ich nicht weiß, ob wir da auch direkt wieder rauskommen. Ich denke, da sind wir noch ein bisschen zu low für, beziehungsweise ich bin da noch ein bisschen zu schlecht ausgerüstet für. Warte, hier lang. Ich muss keine Dummheiten machen. Bei diesen schmalen Gängen hier. Kopf, Junge, wir müssen demnächst nochmal eine Runde Rocket League knallen. Ich hab's mir extra wieder runtergeladen. Nehmen wir den Afrix mit. Dann geht es richtig ab. Community, ihr seid gerne auch herzlich eingeladen bei sowas, ne? Wisst ihr ja. Schreibt uns gerne an und zockt mit. Gerade bei Rocket könnte ich einen Lehrmeister gebrauchen, aber da ist der Kopf am Start. Warte, unten war das Feuer, ne? Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Und hier müssen wir... Ne, hier müssen wir gar nicht weiter. Aber hier war noch das Item. Hör ich mein Handy? Ich höre mein Handy. Naja. Meh. Ich streame gerade, hallo, lasst mich. Okay. Aber wenn Mutti anruft, dann musst du rangehen. Geht nicht anders. Deswegen werde ich auch jetzt mal kurz, wenn wir da sind, mal schauen, wo mein Handy ist. Sorry, Leute. Kontrolliert. Blauer Brocken. Nice. Unser erster blauer Golem und dritten blauen Brocken bekommen. Nachdem wir letztes Mal echt nur so einen nach 15 Golems bekommen haben. Dead Game. Jetzt bin ich gierig geworden. Jetzt will ich natürlich einen hier auch noch mitnehmen.
Zauberer ist schon... Ich kann es nur noch mal sagen. Ich freue mich um den Zauberer-Playthrough, das war eine gute Entscheidung. So, wartet mal kurz, ich glaube wir sind jetzt safe. Lass mein Handy gucken. Das ging schnell. Oh, mein Vati. Da werde ich aber auch mal kurz zurückrufen. Eine Sekunde, Leute, ja, sorry. So. Sorry. Geht nicht ran, dann nicht. So, da ist der Golem. Und wenn wir den töten, taucht, glaube ich, Dusk auf. Wenn ich mich nicht irre. Könnte sein, dass wir dafür noch irgendwie einen Ring ausgerüstet haben müssen oder sowas. Ich habe auch irgendwie sowas im Kopf. Ring von Artorias oder so, kann das sein? Ich weiß nicht. Okay, den Angriff können wir blocken. Oh, ist so knapp. Schön ruhig drin. Durchdrücken den Jungen. Ah, das war schon zu viel. Vergesst immer die Tücke der Gegner. Dass die gerade, wenn man den Estus nimmt, Aggression um 300% gesteigert kriegen. Ja. Den Eisenring anziehen können hier auch. Wenn wir hier nicht so langsam. Oh! So, bist du, der rescued me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseo. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear. Allow me to ask one thing. My home, Ulysseo, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee with thine approval. Would this be of assistance to thee? So, haben wir das geregelt. Natürlich helfen wir. Engrave my signature. Thou art in need. Pray summon me from my scenes that my time is done. Nein, verlass uns nicht. Okay. Ihr Rufzeichen müssen wir benutzen. Und das ist doch, glaube ich, da hinten, oder? Müssen wir uns dafür erstmal ausloggen, bevor das auftaucht?
glaube ja. Das wäre das schon sichtbar. Okay. Okay. Denn das Kronring haben wir nämlich noch nicht. Okay. Dann ist der gut. Das machen wir dann, wie gesagt, später. Ich will erstmal nach Eiselif jetzt, so wie es angekündigt war. Sonst wird man mich noch Lügner schimpfen. Sollten wir easy hinkriegen, denke ich. Bis auf halt den Feuerschaden durch Lava und durch gewisse andere Gegner höchstens. Lass noch mal kurz zur Mooshändlerin laufen. Gucken, ob die noch vielleicht ein paar Menschlichkeiten für uns hat. Und Heimatknochen hätte ich gerne auch noch ein paar. Die kosten, glaube ich, 500 oder 5000. Wann ist 5000? Egal. Haben wir. Und ist Framed noch da? Und ist Logan wie... Da? Eine Klippe zu früh runtergelaufen. Shit. Contenance. Spokui. Vor allem mit dem Estus plus 4 sind wir eigentlich schon fast schon OP, sag ich mal. Ich glaube, es geht bis 7. 7, ne? Denkbell. Oh, hello. Then let us begin as promised. Hat er auch die neuen Sachen von Logan? Nein. Goodbye, then. Logan müsste nämlich eigentlich jetzt schon wieder hier sein, aber der bleibt ja doch bei sich unten im Keller. Wie wir letztes Mal befürchtet hatten, leider. Boah, dieses Anvisieren, ne, das hat mich jetzt schon mehr als einmal den Tod gekostet. Und das wird uns noch öfter den Tod kosten. Man sah es gerade schon, ne? Das ist unglaublich. Echt mal lieber angewöhnen, ohne Anvisieren zu spielen, weil das nervt. Wäre ich jetzt wieder runtergefallen, Leute, hätte ich direkt den Stream ausgemacht, ne? Kann man doch keinem zeigen, Alter. Hör auf zu lachen, Mann. Mal lachst du mich aus. Ja, muss auch sein, ne? Sonst lernt man es ja nicht. Ich hab dich nicht vergessen. Ja, das Moos ist nicht mehr so interessant. Ich hätte lieber andere Waren. 500. Easy. Sonst brauchen wir gar nichts mehr von ihr, okay. Läuterungssteine haben wir noch 5 Stück. Ich wundere mich, dass sie keine Wanderflüche mehr hat. Haben wir alle aufgekauft. Well, well, well.
Look what we've got here. Wieso haben wir das Quileck-Feuer nicht freigeschaltet, beziehungsweise unten im Eiselift schon? Da müssten wir uns doch auch hin teleportieren können jetzt. Warum können wir es nicht? Ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, was wir dann jetzt machen? Wir nehmen jetzt einfach der Neuheit halber den Abkürzungsweg über den übers Drachental. Oh Mann, ich putz dringend mal wieder. Wie ich mich immer zwischen diesen zwei Wegen verirre. Und ich frage mich auch, wo seine Meisterin ist. Hier müsste eigentlich schon längst die Wanderin gekommen sein. Mit ihrem Gefolge. Oder? Oder nicht? Oh, warte mal, ich bin falsch gelaufen. Runter. Feuerabwehr 22. Da ist Herr Wels Rüstung. Halt Stein, deswegen. Und die Eiselift-Rüstung, die Goldsum-Kapuze genauso. Dieselben Werte. Mega stark. Aber diese Lava-Passagen, das sind halt auch nur Items. Aber ein Item davon ist, glaube ich, halt eben eine Feuerhüterin-Seele. Was geht so, Lex, Brudi? Ey, was geht, Aue? Schön, dass du da auch mal reinschaust hier bei meinem Good Souling. Deswegen, das ist eine Feuerhüterin-Seele in der Lava und die hätte ich halt gerne. So schnell es geht. Müssen wir gleich mal testen, wie viel Schaden wir von der Lava so kriegen. Und spätestens beim Tausendfüßler wird es halt auch schwierig. Ja, ich kenne das. Ich bin auch gerne früh online. Aber meine Lösung ist da Solex, der Stream. Kann ich Dark Souls weiterknallen? Wir sind auch schon... Kennst du Dark Souls, Solex? Schon mal gezockt? Auf jeden Fall schon mal gehört, ne? Gehe ich mal von aus. Wir sind doch schon auf jeden Fall sehr gut weit. Jetzt hier im Drachental muss ich nochmal selber ein bisschen aufpassen. Denn ich weiß gerade nicht genau, wo der Weg zur Blighttown ist. Ich glaube, das war hier der. Ja, das war auch hier der. Keine Experimente. Den Rest erkunden wir später. Erstmal runter nach Eiselift. Kennen wir schon, die Jungs. Sollten mittlerweile gar kein Problem mehr sein. Klinklonk. Die 500 Seelen, die droppen, sind mittlerweile auch uninteressant für uns. Ja? Deswegen. Solex, aber später eine Runde CS. Ja, Seke. Ich sehe, ihr rasiert die letzten Tage richtig durch, ne? In Anführungsstrichen von morgens bis abends. Aber nur so kommt der Glaube, Leute. Nur so kommt der Glaube.
Lass mich erstmal hier die Chaos-Hexe wegmachen. Oder wie heißt es noch? Das Aspekt des Chaos oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall ein ganz ungewöhnlicher Bossfight. Riesenkeule haben wir schon, ne? Im New Game Plus werden wir, denke ich, auf jeden Fall Stärke pushen. Dann machen wir uns erst so ein Havel-Magier. Tschüss! Ja, wenn es dann New Game Plus geben wird, ne? Ich würde danach erstmal gerne Dark Souls 2 zocken. Und dann dementsprechend danach auch 3. So, das hier ist jetzt quasi so eine kleine Art von Abkürzung. Ich finde den Weg aber auch ein bisschen gefährlicher, gerade weil ich ihn nicht mehr wirklich im Kopf habe. Ich habe ein bisschen Schiss. Oh, ein Hit, nice. Kein Problem. Gar kein Problem. Kritisch wird es gleich da hinten beim Aufzug. Wenn es ums Timing gehen wird. Schaut euch das an. Oh, und da hinten ist wieder so ein Toxin-Junge. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Die spawnen nicht neu. Oh shit. Okay, doch, die spawnen wohl neu da vorne in der Stelle. Aber da waren wir ja schon, da war die Feuerhütte, seht ihr. Warte mal, waren wir da schon? Hier oben waren wir auf jeden Fall schon mal. Diese Aufzugstelle. Ich weiß nur, dass wir da runtergefallen sind. Die Frage ist, jetzt haben wir schon die Seele denn? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, von oben war das. Nein! Nein, wir waren ja noch nicht. Oh, wie dumm. Hier gibt es eine Feuerhütte-Seele, Leute. Wieso war ich hier noch nicht? Jojo. Da unten sind Feuerhunde. Geht's da zum Feuer? Kann nicht sein, sonst wäre keine Leiter. Da unten sind 1, 2. Hier oben sind auch 2, glaube ich, ne? Aber wenn wir gegen eine Wand laufen, verschwinden die Teile. Hier oben ist keiner mehr, aber unten stehen noch ein paar. Oh, und hier oben. Glaube ich, die Feuerhütter-Seele. Good time to learn. Der nächste Run wird auf jeden Fall kontrollierter. Oh shit. Just do it! Oh.
Das hätten wir bei unserem ersten Run durch Scharnstadt im Leben niemals geschafft. Guck mal, da, ey Leute, guckt euch das an, der Afro, ne? Da mockt er mich auf einmal schon wieder. Da mockt er mich wieder. Ja, Mann, ich habe heute Morgen erst noch gesehen, so ein junges Mädel, keine Ahnung. 20 Jahre alt oder sowas. Auch genau das, ne? No hit, any percent in 55 Minuten oder so. Was geht ab? Das ist die feuerte Seele. Moin, Chief. Finch asozial. Nasen asozial. Hat meine Mama letztens auch zu mir gesagt. Wenn ich nicht zum Friseur gehe, dann werde ich aus dem Testament ausgeschrieben. Nee, Spaß, Leute. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hat sich gelohnt hier. Gut, dass wir das mitgenommen haben. Keine Nebelwand oder sowas, ne? Nee. Ganzen Blutflecken hier. Nee, weil die Leute hier alle hinrushen, nur um die Feuerhüterseele zu holen. Und bei den ganzen Feuerdogs hier. Und noch das Toxin, denn das war keine Zeit, um irgendwie eine Blüte zu nehmen zum Gegengift. Und das Toxin, das saugt dich so schnell aus. Das schmilzt. Gut, wir können uns weiter unserem Ziel widmen. Wo ist der Aufzug? Noch eins tiefer? Da vorne. Shit. I knew it. Okay, okay, wartet, stopp. Wie kommen wir hier raus? Da unten können wir uns droppen lassen. Oh shit. Ah, oder auch nicht. Sind wir hier schon wieder? Erstmal zur Feuerhüterin, Leute. So lame. Na gut. Auf ein neues. Jetzt müssen uns noch die Feuerhüterseele aus Eisele fehlen und die aus den Katakomben. Ich glaube, Stadt der Riesen oder so hieß es. Epic. Und dann kommen wir da an, dann denke ich mir wieder, ach krass, das kennst du doch schon irgendwoher. Und dann trotzdem nochmal 10-mal You died. Wie gesagt, sonst wäre es kein Souls. Und diese Speedrunner-Gene habe ich leider nicht. Aber was die Leute rasieren, wirklich, das kann man echt nicht oft genug preisen. Ich finde es auch gerade so cool, die Leute, die sich wirklich schon seit 15 Jahren auf so Super Mario 3 auf die NES so konzentrieren. Das
So, Shoutout mit Flower Power zum Beispiel. Die überbieten sich so 20 Jahre lang mit denselben Rekorden. So. Da geht's immer so ein paar Millisekunden, ein paar Sekunden. Unglaublich. Oh, ich hätte backstabben können, egal. Lassen tun wir dich nicht, Brudi. Keine Sorge. Ach, die Schanstadt. Ich stelle mich hier einfach auch immer doof an bei solchen Passagen. Echt gespannt auf den Dark Souls 2 Run. Da gibt es so ein bisschen weniger, würde ich sagen, von diesen risky Arealen. Da geht es dann eher ums Gegner rotzen. Denke ich, das ist meine Meinung. Souls 3 ist dann wiederum so ein bisschen eine Mischung. Schon gern zurück, sind nicht viele, aber die Frage ist, soll man überhaupt über diese Baumstämme da laufen? Sieht schon so aus, ne? Ich sehe da nichts. Das wird doch nicht der Weg weiter sein. Hier ist eine Leiter. Da sind die Plattformen. So. Ich hab das eben echt blöd gemacht, Leute. Muss ich mir gerade echt eingestehen. Jetzt weiß ich aber auch nicht genau den Punkt des Absprungs. Ich hoffe, er wird offensichtlich zu erkennen sein. Ja, da ist er. Nice. Und hier ist auch wieder quasi der Weg nach oben. Ich springe sie hier halt ab. Nein! Oh, ich dachte schon. Vergiftung kein Problem. Oh! Zwei NPCs. Horus und... Hello again. Strange to meet away from the clan and the forest. But why you are here? I love collecting these things, and you know. Händler, Laber. Hier. Verlangsamt Abnutzung von Waffen. Dafür ziehe ich keinen Ring an. Uchigatana liegt da oben, glaube ich. Brauchen wir alles nicht. Das ist eher so Geschicklichkeitskram. Außer das Steingroßschwert natürlich. Flammenberge. Cool. Es wäre schon cool, die zu töten, muss ich erst zugeben. Die droppen bestimmt was. Und da wir die eh nicht brauchen, könnten wir es eigentlich tun. Also noch brauchen wir sie nicht. Ich wüsste nicht, wo sie uns nochmal nützlich werden würden jetzt in naher Zukunft. Wir laufen durch, ne?
haben wir schon dann, ne? Hier. Wir könnten die Riesen mitnehmen, aber wir müssen nicht. Haben wir nicht das Item dabei, was zur Entwurmung da ist? Können wir das bei dem Typen gleich noch benutzen? Bei der Made? Everybody dance now. Glocke Mucke. Stimmt, deswegen konnten wir uns hier nicht hin teleportieren. Weil wir die Schwester von Quilek getötet haben. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Die Feuerhüterin dieses Feuers. So war es doch. Hat sich das gelohnt, Leute? I doubt it. I doubt it. Findest du, Chief? Magst keine Spinnen? So. Ich geh mal ganz schnell auf Toilette, Leute. Let's go, here we go. Hot is rubber. Oh nein. Verzeih mir Gott für diese Blasphemie. Sehr schön. Neue Herausforderung wird sein, diese schönen ganzen Dämonen da vorne zu besiegen. Was meint ihr, Leute? Klappt das? Die sehen von hier aus so klein aus, ne? Aber glaubt mir.
So klein sind die nicht. Rotterdam. Das sind quasi alles Feuer-Taurus-Dämone. Dämone, Dämonie. Demi. Aber seht ihr die ganzen leuchtenden Items da hinten? Mhm. Lecker. Da vorne ist ein Ziegendämon, da könnten wir auch lang, ne? Ist die Frage, müssen wir da zuerst oder da zuerst? Ich glaube, hier lang müssen wir im Endeffekt. Kennst du diese Ouija-Bretter, Chief? Wenn sich sowas traut, ist meines Erachtens sowieso dem Tode geweiht, wa? Irgendwelche Poltergeister ins Haus holen. Ist doch nicht verrückt. Das war easy. Easy. Nur solange wir die Einzelnen da rausholen, auch wenn nicht, mit Zaubern. Mal gucken, was der Seelensperr so anrichtet. Nur weniger als die Seelenmasse. Oh. Erstmal gucken, was es da so gibt. Weil ich glaube nämlich, es geht doch beim Ziegendämon vorbei. Dann kommen wir doch unter diese Brücke, wo dieser Tempel ist, dieser Feuertempel. Und da wird dann wieder das nächste Feuer sein, Hollywood! Ey, Junge! Hätte mal bedankt! Für ihr Abo! Glückwunsch, Jesurdo! Beim Lotteriegewinn. Vielen, vielen Dank für den Support, Olli, Mann. Ey, ich kann gerade nicht, ich muss mich echt konzentrieren. Fuck. Jetzt liegen wir da gleich wieder im Sand. Guck dir das an, Olli. Du bist genau richtig da, wie immer, wa? Eieiei. Und wieder will er nicht anvisieren. Ey, vielen Dank für den Support, Leute, nochmal. Sehr, sehr geil. Mega cool. Nein! Geh weg! Ich glaube, hier ist so die Grenze, hier wollen sie nicht mehr weitergehen. Außer der eine. Den einen Klassenclown muss es immer geben. Was? Was war das? Wo kam der Russe her? Kopf. Vielen Dank für die Bits, Digga. Den habe ich ja zum ersten Mal gehört, Mann. Ich kenne mich von meinem Channel nicht mehr aus hier. Was geht ab? Geil. Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Diese faule Sprache hier. Diese Schimpfwörter. Also nichts gegen Russisch, so war das nicht gemeint. Sondern... ich wette, das war nichts Nettes. Nice, Leute, cool. Wir haben es jetzt auch geschafft hier mit den Dämonen. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Seid mal ehrlich. Was macht der? Random Kram immer hier. So. Da unten ist der Tempel, von dem ich eben sprach. Glaube ich. Nicht hier. Aber da unten.
der Suche nach Items. Mal schön die Augen aufhalten, aber hier ist nichts. So, dann gehen wir mal da unten den Kram versuchen zu holen. Viel Lauferei leider. Big Flex! One plus one is two. Aufwächst Shield. Minus one is one. Quick Muff. Afrix. Junge, jetzt übertreibt doch nicht, Leute. Ich hab heute keinen Geburtstag oder so. Nice, Mann. Vielen, vielen Dank. Geil. Stark. Quick Muff. Ey, ist der Typ irgendwie größer als die anderen? Kommt irgendwie so vor. Das wäre jetzt natürlich lecker, ne? Wenn der Letzte uns jetzt hier destroyen würde. Das sieht nicht gut aus. Hallo, zu früh, zu früh. Dämonen Großangst haben wir schon. Die kannst du behalten, Mann. Die kannst du behalten. Just do it! Make your dreams come true! Danke, Olli Brudi. Vielen Dank. Vielen Dank, Olli. Ich weiß, dass du immer an mich glaubst. Immer. Es muss immer so ein paar Leute in deinem Leben geben. Die müssen an dich glauben. Oh shit! Jägermeister! Habt ihr das gesehen? Oh shit. Komm ich dann noch rüber, Alter? Haben wir nichts Feuermäßiges? Verteidigung, TP, Versteck, Feuerverteidigung. Da ist der Steinplattenring. Fuck, aber wir brauchen noch den Eisenring. Aber dann können wir die Rüstung nicht tragen. Leute, wir haben uns hier, glaube ich, gerade in die Todesfalle begeben. Warte, das muss dasselbe Setup sein wie vorher. Scheiß auf den Plattenring. Wir müssen voll sein auf jeden Fall, das wird ein erstes kosten. Und wir hatten den verrosteten. Oh, das war dumm, das hat sich nicht gelohnt, Leute. Oh! Okay, der eine erste war unnötig. Oh! Ey, dieses Game, das macht mich heute ein bisschen fertig, ha? Richtigere Grund, der Junge. Punkt. Was geht ab, Hype Train? Leute, Solex, was geht? Geil. Danke, Mann. Stark. Korrekt, Leute. Weiter. Ja, kommt. Dabei, Hype. Nice. Mehr eine Ehre, Leute, dass ihr leiten zu dürfen. Korrekt, Mann. Leute, ich muss sagen, es geht aber nicht mehr lange so hypig weiter, ne? Ich hab nur noch 3 Estus. Zu früh. Das Item zum Beispiel, das kriegen wir auf gar keinen Fall. Müssen wir in der Lava Halt machen und dann zurückkommen. Das klappt niemals. Famoser Gegenstand. Ne, und jetzt machen mich hier die Community Dark Souls Leute noch so richtig geil. Ne, und famoser Gegenstand. Jungens, geil. Weiter. Ich bin gerade selber richtig Hype Train, Mann. Bei mir ist Puls wieder auf 180 hier mit der Action und mit Hype Train dazu. Also wenn jetzt hier noch so 5 Subs so reinkommen würden, würde ich natürlich das versuchen, ne? Aber sonst würde sich das doch nicht lohnen.
Aua. Das macht Spaß. Da macht ihr die ganzen schönen neuen Sound-Alerts her, Leute. Geil. Richtig, richtig stark. Swissail. Abo. In je kontje. Richtige grond, jongen. Punt. Richtige goede jongen. Chief, jongen. Vielen, vielen Dank. Mega stark, Jungs, was ihr wieder abzieht, wa? Das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. Es, anstatt dass mir immer einer sagt, wo es lang geht. Ne? Müssen sie ja alle reins haben die ganze Zeit. Hier rein an Bitzen. Helft mir doch mal lieber, Leute. Leute, ihr seid echt die Besten, wa? Das ist halt die Magic der Auhur-Community. Das ist die Magic von Aachen auch. Das kommt so alles hier zusammen in einem Channel. Und diese Magie, die daraus entsteht. Dieses radioaktive Material. Puh. Das kann man nicht in Worte fassen. Ich bin noch kurz vor Tränen gerade, wa? Leute, das ist... Ich muss wirklich... Danke, Leute. Mein Name ist Jeff. Mein Name ist Nasen. Ich danke euch. Leute, ich brauche einen Weg, um über die Lava zu kommen. Ne, wir brauchen viel mehr Feuer, Resi. Viel mehr! Das Twitch-aktive Material. Davon wird hier, ne, das müsste eigentlich schon von den USA längst beschlagnahmt worden sein. Weil das einfach gefährlich ist für die Umwelt auch. Mit Umwelt meine ich jetzt nicht die Pflanzen und so, sondern, ne, hier kann man noch was lernen, Leute. Hier kann man noch mal lernen, wie Dark Souls funktioniert, ne, und wie FIFA gespielt wird. Wie Counter-Strike geknallt wird, Leute. Das könnt ihr alles hier bei uns, ne? Ironie gehört natürlich dazu, Leute. Man muss natürlich nach außen Love spreaden, aber auch nach innen, ne? Muss auch mal anerkennen, Leute. Kopf rasiert wieder durch, wa? Cool, der Kopf. Nicht wieder das ganze Monatsgehalt jetzt hier reinstecken, ne? Bester, bester Mann, Kopf, wa? Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil, Leute, was ihr wieder veranstaltet habt heute mit mir. Da will man gar nicht aufhören, wa? Da will man 24-Stunden-Stream machen. Ich würde mir gleich einen Pool aufblasen. Ich würde mir ein Bikini bringen lassen von jemandem. Um ja nicht vom PC weggehen zu müssen. Machen wir ein bisschen Hot-Tub-Stream. War das so ein Bier? Boah, ich hätte gar keinen Bock auf ein Bierbad, Leute. Das wäre fies, glaube ich. Triggert den der Estus so. Ich wusste, dass es ein bisschen zu wenig sein wird. Musste ja so sein. So, Safety First, da vorne kommt nämlich gleich das Feuer, glaube ich. Deswegen nach all den Dämonen und Ziegendämonen. Obwohl, dazu den Dämonen müssten wir eigentlich nicht mehr, aber. Vor allem sind das jetzt gar nicht so viele Seelen gewesen, ne, Leute? Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, da vorne können wir uns droppen, dann sind wir direkt am Feuer. Aber lass uns mal den normalen Weg gehen. Die paar Gegner kriegen wir auch noch hin. Ohne Hit. Auf
ich doch. Und jetzt wieder großmaulig rüberzukommen, damit das Karma entscheidet. Hey, warte, der hat gerade sein Maul aufgemacht. Hast du gehört? Ja, habe ich. Komm, den gehen wir jetzt erstmal in Instant Death rein. So läuft das ja meistens hier bei mir. Da ist das Feuer, aber... Ah, ich weiß wieder, was hier kommt. Ich versuche mal durchzulaufen, glaube ich. Ah, doch nicht. Oh, ich hätte schwören können, hier kommen die Würmer vom von der Decke aus. Yes. Feuer erreicht. Sehr, sehr geil. Läuft doch. Jetzt können wir uns nach langer Zeit endlich nochmal ein Level gönnen, Leute. Intelligenz auf 40. Ich will mal kurz was zu trinken. For the win. Wunderbar, Leute. Wisst ihr was? Was sind die Pokémon, Herr Olli? Wo habt ihr die ganzen Dinger her? Ihr Verrückten. Ich will die auch haben. Die sind einfach da. So wie der Dino PogChamp bei mir. Lass mal mit 5 Estos erstmal knallen hier. Wir sind nicht mehr weit vom nächsten Boss entfernt. Ich denke, die letzten Dämonen hier auf dem Weg dahin kriegen wir noch easy hin. Die Frage ist dann, wie deine Tausendfüßle funktionieren wird. Das letzte Mal habe ich das hier in einem Video gesehen, vor 4 Jahren. Nee, Mann, Souls ist... Souls 1 ist schon so lange her. Nochmal Shoutout an meinen Freund, den Pravi Momak, der mit mir unzählige Souls-Sessions durchgeknallt hat. Und eine kleine Rüge, Junge. Wo bist du, Brudi? Wo ist der Pravi? Warum hat der hier noch nicht einmal Hallo gesagt? Muss man gleich anrufen, den Boy. Dass der mal hier reinkommen soll. Alte Master in Command. Der war unerwartet. Oh, das war knapp. Okay. I see, I see. Keine Spielchen hier. Auch so geil bei Souls, ne? Dieser deutliche Stufenanstieg. So auch von den Gegnern her, ne? Stell euch das mal irgendwie auf Soul Level 20 vor. Also klar, die Leute machen den Scheiß, wie gesagt, die machen das auch mit Soul Level 1, aber... Das hier so Casual Gamer wie ich zum Beispiel. Nein! Nein! Da packt er uns! What the hell, Alter? Das war das Schlechteste, was passieren konnte jetzt in diesem Moment. Wo ist jetzt der Coffin Dance? Jetzt der Coffin Dance! Jetzt der Coffin Dance, Leute. Und nicht da, wo ich am Rasieren bin. Ey, vielen Dank nochmal, Leute. Das war mega, mega geil von euch. Richtig, richtig geil.
wieder rasiert werden. Nicht hier dieser Kinderkram hier. Oh shit. Camouflage Boys. So, ja gut. Ja gut. Oh, fast runtergefallen. Schon wieder derselbe Shit. War auch nicht besser. Aber jetzt spare ich mir kurz mal die Menschlichkeit auf, ne? Nicht wieder jetzt hier alles verballern. Aus Hochmut. Ich muss mal gucken, wie ich den Wurm am besten besiege. Hauptsache die Seelen sind jetzt ein bisschen näher ran. Ich will hier schön alles mitnehmen, was geht, wenn es funktioniert, ne? Ein bisschen Ausrüstung kaufen später. Soul Level ist halt jetzt schon so teuer, dass ist halt dann, glaube ich, jetzt gerade so ein Thema. Wenn wir viel zu viel haben, auf jeden Fall gerne rein. Aber erstmal alle Händler abklappern und alles zu kaufen für die Erfolge. Ich will mal gucken, dass meine Erfolge ein bisschen voll machen. Wenn das jetzt nicht gerade irgendwie unnötiges Streamzeit kostet, dann wisst ihr, was ich meine, dass ich hier die ganze Zeit rumsterben für irgendein Bullshit. Das natürlich nicht, aber wenn es doch geht, wenn wir doch gerade da sind. So, einer und drei Schläge, oder? Eins, zwei, drei. So, Würmli. Seelensperre. Gucken, was der so macht. Oh, das war knapp. Tschüss. Das war knapp. Der hat uns fast wieder zu packen gekriegt. Nein, nein! It was this moment, Nathan knew he fucked up. Das war jetzt dumm, dass ich den Speer gemacht habe. Ich hätte nochmal mit Schwert machen müssen. Gorbatschow? Sehr guter Mann, wa? Sehr, sehr guter Mann. Danke, Solex. Mitgefühl ist das beste Gefühl. Zumindest für den, der fühlt. Weißt du, was ich meine? Für den Leidenden. Das kriegen wir so von einem Seelenfall. Können wir es auch bewahren. Schwerter besser. Silber gegen Monster, Stahl gegen Menschen. Bei Staffel 2, Leute. Hier, lenkt ihr mich hier wieder ab hier im Chat? Das hört doch mal auf. Nein! Yes, easy go, easy go, easy go. Scheiß mal auf Wurmli. Lass mal erstmal links machen. Dass wir hier nicht über den Abgrund fallen. 1, 2, 3 Stagger. 1, 2. Warum staggert der nicht? Der Batterie Mock gestaggert. Boah, war das knapp, Alter. Alter, war das knapp. Und wieder den. Ja. Oh, und der trifft. 1, 2, 3. Oh. Leute, das kostet mich 3 Jahre meines Lebens, dieser Playthrough. Mindestens. Oh oh. Oh oh.
Was jetzt? Was jetzt? Ja, wir müssen mal wieder ein bisschen die bescheidene Kappe aufsetzen. Hier sind die Würmer, die ich eben erwartet hatte. Viel zu wenig Schaden, scheiße. Ich hab ein bisschen Schiss. Gift? Was war das? Säure, Gift. Es gibt auch Säure, die macht deine Ausrüstung kaputt. Die Truhe haben wir schon. Wie kann das sein, dass wir die Truhe schon haben, aber noch nicht das Feuer oben? Soll es sein. Komm. Ist echt nicht nodig geweest. Ich glaube, man sagt, ja, das war echt nicht nötig. Warum gibt es in Holländischen kein unnötig? Wie bei uns das Unnötige. Das wäre doch viel einfacher. Okay. Ist hier echt nix? Ich hab Schiss, Mann. Ich hab Schiss. Ihr seht, ich hab das ein bisschen versucht zu rauszuzögern, jetzt hier den Bossfight. Aber jetzt geht's nicht weiter. Die Wurzel. Da könnten wir uns auch noch droppen, links und rechts. Aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt wäre es vielleicht cool, halt menschlich zu sein. Hier könnten ein paar Leute sein, die wir beschwören könnten. Jetzt keine Player, aber höchstens vielleicht Solaire oder Lord Shrek, den wir weggeballert haben. Ne, den gibt's leider nicht mehr, aber. Ne, ihr wisst, was ich meine. Feuerdämon. Ah, okay, den kriegen wir noch. Hoffe ich. Letztes Mal auch probiert, oder? Daher auch die Truhe, aber wie konnte ich an dem Feuer vorbeilaufen? Nein! Das ist genau der Angriff, dem wir entgehen müssen. Zu spät. Die Zauber schon mal sehr, sehr gut. Wir machen auf jeden Fall mehr als genug Schaden, um den konzentriert wegzuknallen. Ne, komm, ohne Menschlichkeit. Lass mal durchlaufen, wir haben nicht mehr so viel. Oh! Seelen mit
mitten auf seinem. Okay, alles gut. Dass er uns nicht jetzt hier in dieser Kraftwelle wieder verzaubert. Wert gewesen. Geil. 2. Wollte ich zu viel wie immer. Da wollte ich zu viel wie immer und den zweiten Estus direkt hinterhergeballert. Nach dem Motto, der macht bestimmt keinen zweiten Schlag auf dieselbe Art und Weise. Doch, macht er wohl. So, jetzt haben wir alles gesehen. Ne, der kann diesen weiten Schlag machen, damit macht er das Kraftfeld irgendwo hin, wo er will. Den von oben, den Jump und den Leap von oben. Das sind seine Angriffe. Easy, Boss. Den haben wir auch schon zweimal besiegt in anderer Form, ne? Armutszeugnis. Hast du nicht gelernt? Können wir sogar blocken, glaube ich. Das sollten wir besser nicht tun. Deswegen Zweihandwaffe nehmen. Oh! Was war der? Oh, die Äste. Vor allem, wenn wir nicht zaubern, nicht anvisieren. Das geht viel einfacher. Sehr, sehr schöner Damage schon mal. Seelenspeere, 3 Stück reinknallen. Ne, 2. So, Ruhe. Weg hier. Ah! Shit, ich brauche einen Estus. Nein! Nein! Warum macht er das? Nein! Egal, der ist noch halb so schlimm. Nochmal. Das ist jetzt schon Death. Habt ihr dieses Glück gesehen? Das haben auch nur die Dummen. Nein! Oh! Hier. Seelenspeer. Seelenmasse. Zack, zack. 24 Schaden. 3 Hits noch. Seelenmasse. Und 2 Hits noch. Oder einer vielleicht. 1, 2. Vierter Versuch oder fünfter Versuch? War low. Hätte viel, viel besser sein müssen. Kein Grund zu feiern, um ehrlich zu sein. Hätte echt besser sein müssen. Hauptsache gemacht. Oh, das ist die nächste Nebelwand. Da geht's zu diesem Saal. Wir könnten lieber wieder hochgehen und uns das droppen, um die Retter erstmal abzusuchen. Andererseits erstmal gucken, was hier oben ist. Wir haben auch wieder schön Seelen, die wir ausgeben sollten. Bewacht doch was hier, die Jungs.
Seele eines Ritters. Lohnt sich. Ist nicht schlecht. Achtung, oben. Oh, die Viecher hier. Ja, der bewegt, die bewegen sich alle. Okay. I see. Okay. Wo ist das hier? Waren wir da schon? Ja, stimmt, bei dem fetten Blutvieh waren wir schon, ne? So ein Miniboss. Ist doch kein Aufzug hier, oder? Doch. Ich habe eher eine Falle erwartet nach der Nachricht, vor allem bei den vier bewegenden Biestern da. Zu Quilek, nice, okay. Dann erstmal zum Feuer hier, oder? Ja. Aber ein bisschen weiter runter ist ja das nächste Feuer. Das ist, glaube ich, näher als jetzt alles andere. Ist das hier eine versteckte Länge? War dumm, die so schnell zu töten. Hätten wir viel später machen müssen. Viel, viel später. Naja. Man lernt aus Fehlern am besten, ne? Jetzt keinen Bock zu den Händlern zu laufen, das ist mal hier schön. Gute Resistenz-Ups, alle plus 2. Vitalität ganz zu schweigen. Vitalität. Nice. Lass mal noch 2 Seelen nehmen. Dann haben wir genug für noch ein Level up. So dass wir mehr oder weniger auf 0 sind. Die genauso Resistenzen, aber nur plus 1. Dafür Belastung wiederum 1,5 Kilo hoch. Können wir vielleicht irgendwann Havels Ring abnehmen? Und immer noch die schnelle Rolle haben. Kondi. Ja. Warte ganz kurz. Wie gesagt, dann kriegen wir so einen schönen dicken Kampfmagier hin. Havel-Rüstung plus Magic. Das wäre geil. Nicht in diesem Game, aber im New Game Plus, wenn das irgendwann mal anstehen sollte. Auf jeden Fall. Gut.
tun wir's. Oben können wir später noch nachgucken gehen. Ach, schaut, wo wir sind. Krass. Okay. Habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass wir hier auskommen. Weiter zum Bosmos. Stark, stark, stark. Diese Wurzelwege sind richtig. Noch angegriffen werden dazu am besten. Dann war es das. Daneben ist auch vorbei. Nichts zu holen. Warum nicht? Das ist doch hier das perfekte Wurzelwerk, um etwas zu verstecken. Let's go. Ich hätte den Eisenring anziehen müssen. Obwohl, durch Lava können wir eh nicht. Also nein, hätten wir nicht. Ist zu früh, glaube ich, der Boss. Schauen. Tyrannosaurus Centipede. Schieß doch. Komm näher. Kein Block, kein Block. Tausendfuß-Dämon heute nicht. Schauen wir das mal, wir erstmal den Rest von Azelith erkunden. Shit. Ich muss schauen, dass ich mir ein bisschen was für Lava Walk Action besorge, beziehungsweise vielleicht kriegen wir das doch mit Zaubern hin von der Ferne, ne? Dass immer wenn er angreift, zurückweichen, Zauber. Aber dafür müssen sie uns anders ausrüsten. Die großen, schweren Seelenfallen noch dazu tun, anstatt die kleinen Seelenfallen.
Das wäre jetzt so mein erster Gedanke zum Beispiel. Der bleibt halt in seiner Lava und darin können wir den nicht angreifen. Außer der Kopf kommt, wir rollen nach rechts und greifen dann den Kopf an. Das könnte funktionieren. Ich habe mich gewundert, dass die Seelenmasse nicht losgeflogen ist, obwohl ja quasi der Kopf, sowohl auch der Körper, mehr oder weniger in der Nähe waren, ne? Okay, okay, schaut euch das an. Hier sind wir. Ich glaube nicht, dass ich da hingejumpt bekomme. Oh! Toll, okay. Controller-Action. Geil, dass es immer so ungefähr dasselbe Timing ist, ne? Ja, dann steigen wir mal kurz hier auf Tastatur Dark Souls um. Geht auch. Crazy. Was ist hier schon wieder passiert? Ah, jetzt geht's. Mein Gott! Mal gucken, ob hier irgendwas abgeht. Ich denke nicht. Nee. Da liegt ein Item auf der Seite. Was könnte das denn sein? Auf jeden Fall versuchen wir den Tausendfüßler nochmal. Ich denke, das könnte schon so klappen. Dass der Kopf kommt, du weißt aus und gibst dann halt zwei Schläge drauf. Könnte gehen. Seele eines Ritters, ja. Danke, doch, 6000 Seelen, ne, aber... Ich hätte jetzt lieber irgendwie eine fette Zauberwaffe gehabt oder sowas. Nice. Kriegen wir hin, Leute, kriegen wir hin. Die Frage ist, sollen wir unsere Ausrüstung noch ein bisschen anpassen vorher? Durch Lava laufen werde ich so oder so nicht. Das nimmt so schnell, zack, alles an Lebensenergie weg. Es dauert keine 2 Sekunden, bis wir tot sind. Deswegen den Eisenring kann ich ausziehen. Gucken, dass wir physischen Schaden abwehren. Balance vielleicht hoch. Eisenring weg. Ist alles nicht so wirklich nützlich gerade in der Situation. Außer der zusätzliche Zauberei-Slot. Ja. Der Wolfsring. Na, ich denke, der Zaubereislot wäre jetzt ein bisschen nützlicher. Jetzt bin ich hier schon dummerweise runtergelaufen. Dann nehmen wir uns den großen Schweren noch mit und dann können wir den versuchen, wenn physisch Angriffe nicht klappen, dass wir den dann mit Magie wegmachen. Was sagt ihr dazu?
Moment. Scheiße. Gib mir kurz eine Sekunde. Stell diese Verbindung jetzt her. Ich gebe nicht auf, ne? Ich habe wieder dieses Scheißproblem mit diesem blinkenden Controller-Symbol. Wartet, Leute. Die letzten paar Minuten haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Lass mich mal kurz diesen Controller wieder neu verbinden. Und dann machen wir den Tausendfüßler weg. Gar keine Frage. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ne? Was meinst du, Afrix? Zerbreslot Best, ja, Mann. Müssen wir echt gucken, dass wir den aus der Entfernung ein bisschen wegmachen. Der ist nicht so schwer. Das ist halt einfach... Timing, Konzentration. Das macht man easy weg. Vor allem, wir sind Zoll-Level 63, ne, 64, irgendwie so, 65. Gar kein Problem. Unserem fetten Zaubererschwert. Sache ist, wir können das Schwert nicht benutzen und das ärgert mich. Da bin ich enttäuscht. So, Leute, das sieht gut aus. Wartet mal. Zack, Souls, Smalls. Remastered Edition. Dieser ganze Remaster Shit. Nein, nein, ich fange nicht wieder an. Nein. Schild. Es geht. Es geht. Sorry für die Verzögerung. Weiter geht's. Den kriegen wir hin. Wir haben jetzt Seelenfall, großer, schwerer, Seelenspeer, Zielflug. Nice. Ich will einen besseren Beschleuniger haben. Den Beschleuniger von Logan am besten. Beschleuniger bedeutet hier der Zauberstab. Das wäre schon nice. Jetzt ist Timing die Sache, ne? Großer, schwerer Seelenfall dauert mega lange zum Beschwören. Also wir können den hier ein bisschen... in das Land reinziehen, sehe ich gerade. Oh, guck mal da. Oh, krass, da können wir vielleicht auch kämpfen. Hier könnten wir ihn angreifen. Zu spät gerollt. Zu spät gerollt. Oh, das ist wirklich, wirklich haarig. Das ist wirklich haarig. Die Sache ist auch zu zaubern, ne? Da muss der erstmal nah genug rankommen, dass ich ihn anvisieren kann.
Außer natürlich versucht die Zauber manuell ein bisschen reinzusteuern, aber das ist eher suboptimal. Die Lava ist das Problem. Mal was ganz anderes. Krass, okay. Grüne Scherbe zweimal. Pff, brauchen wir nicht. Nicht jetzt. Komm ran. Hier auf dem Plateau könnten wir ihn besiegen. Wenn er nah genug rankommt. Ja, das könnte gehen. Das ist zu wenig Zeit. Das ist zu wenig Zeit. Ich würde erstmal gerne wissen, wie viel wir Nahkampf-Damage machen, Mann. Ich treffe den einfach nicht. Oh, gut. Aber dann stompt der. Leute. Wo bin ich hier reingeraten? Daneben! Daneben! Doch. War gut. Seelenspeer mega stark. Mega, mega stark. Okay, Hälfte haben wir schon mal, ne? Zwei Seelenspeere haben getroffen. Und dann kommen da noch andere Viecher dazu. Habt ihr das gerade gesehen? Dass da so noch ein Wurm dazu kam. Leute, das Game macht sich einen Scherz aus dir, ja? Du denkst so, hey, ich bin voll der gute Spieler. Ich habe voll die gute Rüstung. So geht's mir. Ich bin wieder am Boden zerstört. Mans! Kriegen wir hin. Wir den Nestus sparen, ne? Habt ihr gesehen? Wisst ihr was? Get alive, Junge. Klingelung. Get alive. Das wird get alive. Get alive. Yeah, yeah, yeah. Got to tear me down. Gott segne Pizza, wa? Vor allem kalt. Vor allem kalt. Eines der wenigen Gerichte, die man kalt einfach so rein snackt, als wäre es frisch. So, Ruhe. So, Ruhe jetzt. Klausurzeit. Hier wird PhD geschrieben.
Mann! Verschwendeter fucking Seelenfall, war das fuckt mich gerade so ab. Genauso wie der erste gerade. Jetzt wäre Nahkampf-Action. Scheiße. So wollen wir ihn haben. So wollen wir den haben. Nicht da. Nicht da. Komm näher. Gerollt, Mann. Problem, wir haben genug Estus. Jump, jump, jump. Der Wurm hat uns gefinisht. Der kleine Wurm hat uns gefinisht diesmal. Habt ihr das gesehen? Wir machen das wegen dem Schaden, den wir machen. Wir machen nämlich richtig fetten Schaden. Seelenmasse rein, wenn er keine Zeit hat. Nicht getroffen werden, damit wir keine Zeit verschwenden müssen mit Estus. Schwert rein, Schwert rein, Schwert rein, Schwert rein, Schwert rein. Und wenn wir Bock haben, Seelenspeer. Wenn wir flüchten müssen zum Beispiel. Easy, Leute, easy. Kriegen wir easy hin. Wir müssen auf jeden Fall zu dem Plateau danach rechts. Was meint ihr so? Gib mir deine Meinung. Ah, viel zu knapp, Mann. Egal. Da hat sich der Quile-Kill gelohnt. Quilana, glaube ich, heißt die Schwester. Oh, guck mal, was er macht. Der will schon jumpen. Seelenspeere zuerst, wa? Was sagt ihr? Nicht getroffen! Komm halt her, Junge, meine. Meine Gamba. Weil ich in der Lava stand! Weil ich einen Millimeter in dieser scheiß Lava stand. Okay, ich stand schon drin. Stimmt schon. Aber, ne? Mach mal diesen Boss, Leute. Komm mal hier, komm mal zu mir. Mach mir den Boss bitte. Dann können wir ja nicht weiterspielen. Also Dark Souls 2, Leute, Death Counter. Erstmal Death Counter und Boss Counter. Nach dem Motto, wie oft man welchem Boss gestorben ist. Das müssen auf jeden Fall knallen, Alter. Mann, 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 Mann. So. Erstmal ranlocken, so nah es geht. Den ersten jetzt ausweichen. Seelenspeer reinknallen. Eins. Und zwei. Oh, nice! Oh. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Blockt. Seelenspeer. Seelenspeer. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Seelenspeer. Daneben, egal. Seelenspeer. Zielflug Seelenmasse. Ausweichen. Und Schwert.
Ich treff nicht! Warum treff ich nicht? Warum treff ich nicht? Nein! Leute, das ist wie eine Hochzeit, wa? Der aufregendste Tag meines Lebens, Mann. Ja, ich hoffe nicht, aber... Wir haben's! Do it! Orangener, verkohlter Regen. Menschlichkeit, Heimkehrknochen. Lavaschaden. Dieser Ring gehörte einst der Pyromantin Kamina, der talentiertesten Schülerin von Salaman, dem Meister der Pyromanten. Die orangenfarbenen Edelsteine ist zwar stark verkohlt, bringt aber noch Kaminas Kräfte. Er reduziert den Schaden durch Lava und gewährt seinen Träger die Feuertrittangriff. Feuertrittangriff? Was ist das denn? Let's check this. Dafür nehmen wir Havels Helm ab. Nehmen erstmal den... Die Eiselöw-Maske, wo ist sie? Goldsaum. Havels Ring weg. Dazu nehmen wir jetzt den Orangenen. Let's try. Oh, guck mal, Leute, guck mal. It's Friday. Saturday, Sunday, Wood. It's Friday. It's Saturday, Sunday, Wood. Nice, Leute. Mega, mega nice. Keine Items hier im Bossraum. Mega Enttäuschung. Hier auch nicht. Mega die Enttäuschung. Na gut. Ich bin zufrieden, Leute. Das war cool. Das war ein bisschen mühsam mit dem Tausendfüßler-Dämon. Aber doch mit ein bisschen Nachdenken, mit ein bisschen Learning by Doing, mit Failing and Learning vor allem, ne? Das wollen die Spiele auch häufig, dass du fällst. Und dann schaffst du's. Wir haben die Taktik herausgefunden. Zumindest von unserem Charakter vor allem auch speziell. Zur Belohnung kriegen wir den Ring, der uns die meisten Sorgen bereitet hat. Und zwar durch die Lava zu laufen. Mega geil. Da ist auch nichts mehr. Dann gehen wir weiter. Aber unsere Zeit ist abgelaufen für heute. Umso zufriedener bin ich, mich so zurückzulehnen hier jetzt hier. Boss erledigt, Gott sei Dank noch hier. Also Liv, erwarte uns noch ein bisschen was. Ist nicht das Ende. Gleich kommt der Andy, der Neist, unser WoW-Bra. Ich empfehle euch reinzuschalten. Auch immer sehr, sehr geiler Scheiß. Viel zu lernen, auch viel zu gucken. Ich bin persönlich immer so ein Low-Level-WoW-Spieler gewesen, war nicht wirklich profitabel für WoW oder für mich. Außer spaßtechnisch. Aber schaut mal beim Andy rein.
Heute Abend dann auch wieder der CS-Content. Ist es 99 Damage? Ich glaube ja, ne? Da wird auf jeden Fall CS geknallt. Deswegen, Jungs, verlasst uns nicht. Bleibt gespannt. Schön, dass ihr bei mir heute dabei wart. Es geht bald weiter mit unserem CS-Content. Mit unserem Dax House-Content, meine ich. Uns fehlt nicht mehr viel. Azelith wird fast fertig gemacht. Und darauf freue ich mich auch schon. So schnell es geht, werden wir das auch durchknallen. Aber mir fehlt noch ein Ring. Und das werde ich herausfinden, welcher das ist. Scheiße. Es muss noch irgendwas fehlen. Dementsprechend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, Leute.